Was geht, Corey hier? 2022, wir haben es geschafft. Oder auch nicht, mal sehen. Ich habe letztes Jahr ein Rückblickvideo gemacht. Und das habe ich mir dann angeschaut und habe gesagt, ach krass, das ist passiert und dieses passiert so in dem Jahr. Wie wäre es, wenn ich das dieses Jahr wieder mache? Ich nehme euch heute mit in mein Jahr 2021, erzähle euch, wie da die Highlights, Lowlights waren und das, was ich mir 2022 vornehme. Und außerdem möchte ich einfach nur reden mit euch und euch erzählen, wie es mir geht und was einfach in meinem Leben gerade abgeht. Ich habe 2021 weiter an meinem YouTube-Channel gearbeitet. Habe angefangen mit 21 Tage Fasten. Dort habe ich Gott so krass erlebt. Es war geistlich für mich eine super starke Zeit. Physisch, okay, ich habe mich nicht so gut gefühlt, aber geistig war ich gestärkt für das Jahr. Dachte ich zumindest. Ich habe das alles in meinen Videos festgehalten, also könnt ihr euch das gerne anschauen. Hier auf YouTube sind wir vom letzten Jahr 100 Abonnenten auf jetzt fast 1000 Abonnenten gekommen. Das ist eine Verzehnfachung, das heißt Ende dieses Jahres 10.000, you never know. Und das Coole auch, wir konnten dann ein bisschen mehr miteinander interagieren. Ihr schreibt mir, ich antworte oder ich ignoriere euch, kommt darauf an, wie ich mich gerade fühle. Ich habe letztes Jahr so einige Videos hochgeladen. Ich habe mit euch über Geistesgaben gesprochen. Ich habe mit euch die wichtigsten Bibelstellen geteilt, die jeder Mensch auf diesem Planeten hören muss. Bin mit euch durchgegangen, ob wir das alte Gesetz noch halten müssen. Ich habe mein Zeugnis mit euch geteilt und das war etwas ganz Neues, weil vieles, was ich da erzählt habe, habe ich noch niemandem erzählt. Und das war ein weiterer Schritt für mich. Außerdem habe ich für euch ein Video gemacht, wie man mit Versuchungen umgeht, gerade mit Pornografie oder sonstigen Lüsten, die wir haben. Ich habe mit euch geteilt, wieso ich an Jesus glaube. Oder ich habe euch 50 Bibelstellen gezeigt, woran man erkennen kann, dass Jesus Gott ist. Außerdem in meinem Leben, Corona ist immer noch nicht vorbei, ich bin immer noch im Homeoffice, also was ich sehr gut finde. Also der Homeoffice-Teil, nicht Corona natürlich. Dieses Jahr war irgendwie blöd, wenn es um den Gottesdienstbesuch geht. Ich war so gut wie nie im Gottesdienst, also vor Ort. Klar gab es so Corona-Gründe, sowas wie man durfte nicht hingehen oder dann gab es andere Regeln und anmelden und irgendwie sowas. Aber letztendlich sind das alles nur Ausreden. Ich habe aufgeschrieben, Maske, Singen, Gemütlichkeit. Es hat mich genervt, dass ich im Gottesdienst, während ich singen und loben möchte, eine Maske tragen muss. Dann gab es sogar eine Zeit lang, wo wir noch nicht mal singen durften. Und dann irgendwann kam einfach die Gemütlichkeit. Also versteht mich nicht falsch, ich gucke jeden Sonntag den Gottesdienst, aber hier auf dieser Couch. Diesen gesunden Gottesdienstbesuch, den vermisse ich. Und das ist auch eins der Punkte, an denen ich in 2022 arbeiten möchte, ist wieder zurück zu dieser Normalität, zurück in den Gottesdienst, weil da ist einfach diese Gemeinschaft. Weil hier auf dieser Couch, keine Ahnung, da ist mein Gottesdienst, dann schlafe ich auch einfach mal ein. Was in der Gemeinde niemals passieren würde, selten. Ich habe halt irgendwie den Sinn verloren, vor Ort zu sein. So, wieso soll ich vor Ort sein, wo ich mit niemandem sprechen darf, hingehe, irgendwie alles das mache, was ich hier zu Hause auch machen kann und dann wieder gehe, ohne Interaktion, ohne mit Menschen zu interagieren. Deshalb, wie gesagt, das ist totaler Fail gewesen letztes Jahr. Ein bisschen Corona, ein bisschen ist es aber natürlich jeder selbst, der dafür verantwortlich ist. Und was außerdem noch passiert ist, was so ziemlich crazy ist, ist, dass ich angefangen habe, TikTok-Videos zu machen. Was noch verrückter ist, ist, dass ich in wenigen Monaten über 20.000 Follower bekommen habe. Ich habe überhaupt keine Ahnung von TikTok und ich fand TikTok auch immer blöd und ich finde es immer noch dumm an sich. Ich habe ein Video gepostet, das hat überhaupt keinen Inhalt. Und das hat fast 1 Million Klicks. Aber ich habe mir gesagt, wenn ich da auch noch ein bisschen geistlichen Content posten kann, so, dann ist mir egal. Aber was ich gesehen habe auf dieser Plattform, ist, dass es so viele junge Christen da draußen gibt, die Gemeinschaft suchen, die hungrig sind nach dem Wort, die noch nicht wirklich die richtige Führung haben. Aber ich habe einige Videos dort gemacht. Ich habe da so eine Reihe gemacht mit Jesus versus ohne Jesus, weil mit Jesus ist natürlich immer besser und
das auf witziger, humorvolle Art gepostet. Bin dutzende Male live gegangen, was für mich auch ziemlich neu war und richtig cool war, mit den Leuten zu interagieren und Fragen zu beantworten. Aber mit diesen 20.000 Follower kamen ja dann auch das erste Mal so richtige Hate-Kommentare. Also wenn du über Themen wie Sex vor der Ehe oder Tattoos oder wie auch immer redest, dann ist es nicht so wie hier auf YouTube, wo, wie gesagt, fast nur 1.000 Leute zuschauen, sondern das sind, keine Ahnung, hunderte Tausende, die irgendwie da mit interagieren können. Und dann habe ich auch das erste Mal so richtig negative Kommentare bekommen und damit musste ich erstmal klarkommen. Also es war für mich neu. Also klar habe ich einmal oder zweimal einen Hate-Kommentar bekommen hier auf YouTube. Aber auf TikTok ist das sind mehr Kinder. Also das sind wirklich mehr Jugendliche und Kinder und wirklich Leute, die denken, die können schreiben, was sie wollen, ohne Konsequenzen. Und damit musste ich auch erstmal klarkommen, aber mittlerweile habe ich das auch im Griff. Ich ignoriere sie einfach und beantworte nur die Fragen, wo ich erkennen kann, dass Leute wirklich suchen, nach Antwort suchen. Aber durch TikTok habe ich ja erkannt, dass so viele junge Christen eine Gemeinschaft suchen. Und deshalb habe ich nicht nur einen TikTok-Kanal angefangen dieses Jahr, sondern habe auch Discord angefangen. Ich habe einen Discord-Server gegründet, auf den ganz viele Christen zusammenkommen. Ich halte dort einmal die Woche eine Bibelstunde. Mittlerweile habe ich jemanden gefunden, der auch einmal die Woche eine Bibelstunde da hält. Wir haben Spieleabende, wir haben Gruppen, wo wir uns einfach austauschen und Fragen stellen können. Ein Tagesvers kommt jeden Tag und so weiter und so fort. Also einfach eine Gemeinschaft, die online stattfindet. Das heißt, wenn du interessiert bist an christlicher Gemeinschaft im Internet, ich habe einen Link unten in der Beschreibung, klick da einfach drauf, joine unseren Discord. Ach ja, ich hatte Corona, danke Wayne. Oder für die, die nicht dran glauben, ich hatte eine sehr ansteckende Erkältung. Das war interessant. Ich war schon einmal geimpft und hatte Gott sei Dank dann nur einen milden Verlauf. Außerdem hatten meine Frau und ich 2021 auch unseren Einjährigen, also ein Jahr verheiratet. Man sagt ja immer, das erste Jahr ist irgendwie schwierig oder sowas. Für uns war das erste Jahr sehr, sehr schön und für mich ja extremer, weil ich alles sehr positiv sehe. Deshalb ist für mich das erste Jahr einfach perfekt gewesen. Wir konnten auch endlich nach 1,5 Jahren in unsere Flitterwochen. Hab auch darüber ein Video gemacht, könnt ihr euch gerne anschauen. Wir hatten echt nicht viele Probleme miteinander. Wir konnten uns immer besser kennenlernen, einfach diese Beziehung festigen. Und yo aprendo español, also ich lerne Spanisch, weil wir im Januar, also jetzt, also wenn ihr das Video seht, nächste Woche nach Costa Rica fliegen. Das wird etwas total Neues für uns, weil wir sind gewohnt, irgendwo hinzufliegen und du hast dann alles geplant, also dein Hotel auf jeden Fall und was man macht und so. Diesmal haben wir das ein bisschen lockerer gelassen. Wir sagen, hey, wir fliegen hin, wir haben das Hotel für die erste Nacht oder die ersten 2 Nächte und dann schauen wir mal. Wir haben ein Auto und dann fahren wir los. Wir haben eine Route, die wir vielleicht einlegen, aber wir sind uns noch nicht sicher, wie viele Tage wir wo bleiben. Also das wird ein super mega Adventure. Ich will da auch einige Videos zu machen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das hier posten soll, weil das ja dann weniger rein christliche Videos sind, sondern einfach nur Urlaubsvlogs. Aber schreibt mir mal unten in die Kommentare, ob euch das egal ist, wenn es hier gepostet wird oder ob ihr ein Problem damit habt und dass das zu sehr ablenkt oder irgendwie sowas. Schreibt mir das unten in die Kommentare und dann schaue ich mal, wo ich das hochlade. Aber ja. Kommen wir zu der eigentlichen Sache, die ich erzählen wollte, und zwar wie mein Jahr eigentlich so war. Also ich habe euch erzählt, was ich erlebt habe, aber wie war mein Jahr eigentlich? Abgesehen von dem Anfang, den ich ja wieder vergessen habe, dass der so gut war, war er extrem anstrengend. Ich habe sogar Mitte des Jahres ein Video gemacht, wo ich gesagt habe, ich bin total fertig. Ich, wie gesagt, ich habe YouTube-Videos gemacht, ich habe TikTok-Videos gemacht, ich habe Discord gemacht, also da die Bibelstunden gemacht. Ich habe irgendwie immer versucht, viel, viel, viel Output zu machen. Und ich dachte, das ist genau das, was ich brauche. Also Gott dienen, andere Menschen dienen, das kann ich nicht, da gibt es keine Grenze. Aber irgendwann kam doch der Punkt, dass ich gesagt habe, hey, das wird ein bisschen viel. Aber dann ist es von schlecht zu schlechter geworden, weil ich von diesem aktiven zu einem richtigen passiven, trägen Alltag gekommen bin. Bei mir war es einfach so, dass ich lieber andere Sachen getan habe. Ich habe lieber FIFA gezockt, lieber Schach gespielt, lieber Spanisch gelernt, als
mich hinzusetzen, die Bibel zu studieren, TikTok-Videos zu machen, YouTube-Videos vorzubereiten oder so. Alles wurde einfach nervig und ich habe lieber das einfache, entspannte gemacht, als das etwas anstrengende, aber mehr erfüllende. Weil so war es halt. Wenn ich mehr Kraft aufgebracht habe für eine Bibelstunde oder ein YouTube-Video, dann bin ich erfüllter rausgekommen. Aber das Problem ist, dass man erst diese Kraft aufbringen muss. Aber da habe ich mich oft dagegen entschieden. Und ich glaube, so ist es im ganzen Leben, ist es doch so. Also im ganzen Christsein ist es so. Manchmal braucht es mehr Kraft, Gott zu dienen. Aber man ist viel erfüllter, viel glücklicher, viel besser gelaunt danach. Aber man kann auch einfach nur träge sein. Sowas, wo man vielleicht nicht allzu glücklich wird, aber man ist nicht allzu schlecht gelaunt. Und es ist einfach entspannter, es ist einfach leichter. Das ist halt dieses Ja für mich gewesen. Es ist, wo sage ich Ja zu Gott und gebe ja ein bisschen mehr von meinem Teil. Weil Gott sagt, wir sollen unseren Teil geben und er macht den Rest. Aber ich habe meinen Teil zu oft nicht gemacht. Aber am Ende des Jahres hat sich das dann schon ein bisschen wieder gedreht. Jetzt bin ich gerade so an dem Punkt wieder, wo ich denke, okay, ich werde wieder ein bisschen mehr Kraft aufbringen, um regelmäßig YouTube-Videos zu machen, TikTok zu machen, Bibelstunden und versuche diese Ablenkung, diese Gemütlichkeit mal auf Seite zu räumen. Ja, und so komme ich dann zu den Sachen, die ich mir dieses Jahr vornehme. 2022 möchte ich, genau wie letztes Jahr, aber ich möchte vor allem mit euch, mit dir, der jetzt zuguckt, ein bisschen mehr interagieren, ein bisschen mehr austauschen. So mehr wir werden, so mehr Kommentare kommen ja auch unten hin und das passt ja auch voll. Aber ey, es gibt nie genug, weil ich möchte die Videos posten, die ihr sehen wollt. Schreibt mir doch, was ihr gerne sehen möchtet. Fragen, die ihr habt, die ich beantworten kann, falls ich sie beantworten kann. Ich möchte nämlich irgendwas wie wöchentliche Vlogs einführen. Ich weiß noch nicht wirklich, wie das aussehen wird, aber das ist so eine Sache, die ich mir in den Kopf gesetzt habe. Außerdem möchte ich im Kalenderjahr 2022 jede Woche ein Video posten. Außer natürlich, es ist ein Ereignis wie zum Beispiel, dass ich jetzt die nächsten 3 Wochen in Costa Rica sein werde, so dass ich am Ende des Jahres 52, 53, 54 Videos gemacht habe. Außerdem, genauso wie im letzten Jahr, und das habe ich leider immer noch nicht wirklich übernommen, ist, dass ich ein bisschen in die Richtung Poetry gehen möchte. Ich habe so viele Gedanken in meinem Kopf, die ich aufschreiben möchte und vortragen möchte, aber hey, es ist wieder diese Gemütlichkeit versus ein bisschen Kraft aufbringen. Dann habe ich letztes Jahr einfach aufgehört mit den christlichen Memes. Ich habe jetzt im Discord reingeschrieben, hey, schreibt mir eure Memes, schickt mir eure Memes und ich werde darauf reagieren, sobald wir genug haben. Also, falls du noch welche hast und du denkst, aha, das ist einer der besten christlichen Memes, die du je gesehen hast, komm ins Discord und schreib sie in die Gruppe. Für mich persönlich, ich muss es schaffen, weniger Zeit zu verschwenden und mehr, ein bisschen mehr Kraft aufzubringen, ohne natürlich, dass es wieder zu viel wird. Ich muss diese bestimmte Balance finden und ich hoffe, ich kann euch da mitnehmen in meinem Prozess, wie ich ja einfach damit umgehe. Aber sonst, hey, lasse ich das Jahr 2022 einfach auf mich zukommen. Ja, und dieser Jahresrückblick, das ist so cool. Das ist für mich praktisch ein Tagebuch. Ich habe jetzt Sachen gesagt, die ich gerne machen möchte, die ich erlebt habe und werde nächstes Jahr wahrscheinlich wieder oder Ende des Jahres wieder draufschauen und sehen, aha, das habe ich gesagt. Habe ich das auch umgesetzt? Was hatte ich damals für Probleme? Habe ich diese Probleme immer noch? Dieser Rückblick ist nicht nur für euch, der ist auch für mich. Der hilft mir sogar, dieses Jahr richtig anzugehen. Aber ja, dann geht's jetzt los. 2022. Was hat Gott mit mir, mit dir, mit uns vor? Aber bis dahin, Corey hier, ihr da, alles klar.